glaube, ich stecke im Busch. Auch Zucker habe ich hier, hast du ja. Ich auch. Zucker, Ballaststoffe. Und Kohlenhydrate. Deswegen sage ich ja, in der nächsten Stadt muss ich definitiv mal ein bisschen gucken. Oh, ich sollte das Seil auch mitnehmen, ne? Echt? Ja, ich denke, das wäre hilfreich. Wenn ich schon sage, ich besorge ein Seil, sollte ich es auch mitnehmen, ne? Besorgst das Seil. So, mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Bitte. Herstellen. Ja, jetzt kann ich herstellen. Jetzt mach das. Also wenn ich, ist der im Wasser umgekippt und hat dann den Speer fallen lassen. Mhm. Ich froh, dass ich einen Speer in der Hand hatte und nichts anderes. Da hast du wohl recht. Apropos Speer und nichts anderes, ich glaube, ich trinke noch mal was. Speer ist weg. Da liegt er. Ja, ich habe auch was getrunken. Irgend so ein komisches Zeug hier. Ja, dann lassen wir mal weiter. Ich hab getrunken. Ich hab getrunken. Jetzt bin ich besoffen. Ja, bei mir steht jetzt hier Trunkenheit C1. Echt? Ich hab da irgend so einen Saft gefunden. Scheinbar ist da Alkohol drin gewesen. Wahrscheinlich so ein Grapefruitsaft, frisch aus dem Meer, ne? Ja. Links ist ein Zombie. Links? Links in dem Busch steht der. Da ist er. Ist nicht mehr. War Augen zu mit dir. Echt jetzt? Der hat mich schon, hat uns auch angeguckt. Das geht auch nicht. Luft rauslassen aus der Brust. Ja, ja, die Dinger wackeln dann auch so schön, wenn du darauf rumhaust. Ja, ja. Machen wir die Beine weg. Jetzt wackelt da nichts mehr. Ich? So, eigentlich fast an der, am Dorf sein, ne? Mhm. Aber es ist echt kurios. Ich weiß, als wir angefangen haben mit dem Spiel, da war fast über ein Traktor. Ja. Und alle ja schon fertig mit Download. Hey. Ah, die spielt sich noch ein bisschen an den Zehen, weißt du. Ach so, macht die das. Mhm. Du meintest doch, es lohnt sich nicht mehr. Nee, lohnt sich auch nicht. Der Dirk und ich, wir machen das schon allein. Killer. Genau, wir sind die Killer-Schiller. Wir können ja warten, ob ihr jetzt schon zurückläuft oder nicht. Mhm, da hinten ist definitiv eine Tankstelle. Ob wir zurückkommen, weiß ich noch nicht. Nö, ich denke nicht. Ich denke, wir bleiben auswärts die nächste Nacht. So, ich brauche auf jeden Fall jetzt was zu essen. Hm. So ist richtig, bist schon am Müll dran, ne? Ja. Oh, so ist richtig. Aber... Da hat schon jemand, gefunden. Da hat schon jemand schlechte Laune, glaube ich. Auf dich. Nee, auf mich nicht, ich bin ja ins Haus gegangen. Auf mich kann er gar nicht schlechte Laune haben. Dann hatte er auf mich schlechte Laune und ich habe direkt einen Headshot verpasst. Ich mach aber mal eine Dose Bohnen auf. Willst du auch was?
Aber ich sollte besser bei dir in der Nähe bleiben. Es wird verschwommen. Dann komm hier und gönn dir etwas Bohnen. Aber ich treffe noch. Bohnen. Bohnen. Hab mal eine Dose Bohnen aufgemacht. Ich dachte, ich gönn. Gönnst dir. Ja, dir dann auch, ne? Muss man meinen Fall wiederholen. Mein Armbrustladen, ne? Ich bin schon wieder ein Zombie entgegen. Dekoratives Papier. Aha. Oh, Anglerschnur. Oh, ganz gut geworden. Oh, das zittert aber gerade. Ja, klar, weil ich ja so gerne angel bekanntlich, ne? Versuch jetzt zu dir zurückzukommen. Wir könnten definitiv die Zombies schöner machen. Oh. Apropos schönere Zombies. Egal wo ich bin, ne? Ich bin direkt ein Zombie. Ein Zombie gefunden. Hier lagen schon drei. Die hat aber vorn schönere Brüste. Echt? Soll ich mal vorbeikommen? Lohnt sich nicht mehr. Ich operiere sie gerade ab. Ich habe eine Garage gefunden. Also so würde ich eine Zombie-Frau ja nicht bezeichnen. Garage, weiß ich nicht. Ich finde die ein bisschen. Ah, bin ich schon ein bisschen stark, das Wort dann, ne? Apropos Garage, ich könnte ja noch was trinken hier. Ich habe 100% Nahrung, ne? Ja, ich nicht, deswegen. Suche ich mir ja gerade was zusammen. Also du möchtest keine Bohnen haben, steht Nee, hier dann so isst du die offen. lieber, weil du ja keine Hunger hast. 100% hast. Genau, ich habe Hunger. Ich habe jetzt 89, also ich nähere mich dem Wunschstand. Autobatterie habe ich gefunden. Komm mit, ne? Ja, mach. Und Dann meine uns mal Klamotten. Autobatterie. Genau, will gerade mal unsere Kl meine Klamotten reparieren. Da muss ich auch noch machen. Hab noch einen Rucksack gefunden, aber nur einen kleinen. Also einen mittleren. Cola brauche ich nicht. Ich habe noch genug zu trinken. Wo kommt der denn her, Alter? Ja, bitte. Hat mir eine gegeben. Ich habe mal gerüchteweise gehört, die Zombies wollen dich töten. Ich Ja, weiß nicht, ob das merke ich stimmt. gerade. Brauchst du Hilfe? Er liegt wieder, aber. Habe ich nur einen gegeben, aber. Ja, ich blute ein bisschen, aber ist okay. Ja, solange es eine C1-Wunde ist, ist es ja egal. Weiß ich ja noch nicht. Ich
Darf nur keine 2C2 sein. Ich hab Angst zu gucken. Das kann C4. Ich gut verstehen. C4 explodiert die Wunde. Ja. Also. Da musst du aufpassen. Explodierende Wunden sind auch nicht so nett. Ja, gar keine Brüste. Sag bloß, das ist ein Kerl. Nein, er hat auch ein BBH an, aber. So ein Faker oder was? Ja. Mag ich ja gar nicht. Falsche Tatsachen vortäuschen, ne? Ich meine, wozu soll so ein Zombie-Kill-Spiel gut sein, wenn man sich noch nicht mal auf ein paar Brüste freuen darf nach dem Killen? Mal ehrlich. Es geht gar nicht. Nein. Ah, noch ein großer Rucksack. Ich finde das interessant, dass sie mich immer finden. Ja, die hören halb auf den Lärm, den du machst, ne? Rein da ins Gebäude. Deswegen hast du ja unten rechts diese unten links diese Anzeige mit dem Lautsprecher. Ne? Das wird ja ständig angezeigt, wie viel Lärm du gerade machst. Ne? Bei allem, was du tust. Oh, ich habe was Schönes gefunden. Ich habe einen Schleifstein. Ein Schleifstein, der ist lustig. Ein Schleifstein, der ist schön. Da kann man gerne schleifen und noch andere Dinge sehen. Hollai. Ich bin wieder 100%. Das ist gut. Wieso meinst du, dann höre ich auf zu singen oder was? Hollo. Hollai. Ja, ja, ja. Hollo. Hier liegen Schuhe durch die Gegend. Kann sein. Bist du schon an der Tanke gewesen? Nein. Ich muss jetzt gerade mich verbinden irgendwie. Hoffnung, dass ich was finde. Ja, dann komm her, ich hab was. Es bringt mir nichts, wenn ich rauskomme, kriegst du mich. Ach so. Sag doch das. Auch dabei kann geholfen werden. Das ist aber hier ganz schön aufgeräumt, ne? Manchmal schaffe ich das sogar. Richtiger Haufen hier. Ah, da ist er. War das der dich störte? Das sind drei gewesen, die mich gestört haben. Ich habe jetzt nur einen gekillt. Ja, die anderen liegen ja da. Der hatte aber wenigstens 85 Geldeinheiten dabei. Kilo. Ja, Kilo glaube ich auch. So, soll ich dir was zum Heilen geben? Ich komme jetzt raus. Ich habe mich einmal schon verbunden jetzt. Oh, mein ganzer Rucksack und alles kaputt. Brauchst du Flickzeug? Ich hab was. Okay. Muss ich auch mal bei mir gucken jetzt. Reparieren. So. Der ist repariert. Ich guck mal, was du für Leiden hast hier. Du musst aus dem Kampfmodus raus, glaube ich, sonst kann ich... Oh, ich repariere gerade. Oh ja, du hast eine C2-Wunde. Ja, ich habe ja schon verbunden. Ja, ich glaube noch nicht genug, du. Weiß ich, aber ich habe nicht mehr. So. Hier, bitte. Danke, und... Ja. Wo liegt das denn jetzt? Da unten.
Also 5 Lappen müssten hier liegen. Ja. Das müsste eigentlich reichen. Wenn nicht, dann sag Bescheid, ich habe noch 5 Lappen. Hey, jetzt kann ich sehen. Man muss ja gucken, wo man bleibt hier. Deswegen habe ich diese Bündel gemacht. Dann hast du weniger Platzverbrauch, braucht nur 2 Slots, ne? Anstatt 5. Oh, ich habe noch was zu trinken gefunden. C2 Wunde ist weg. Und das sagt er mir das so. Aua! Hast du wieder was gefunden? Yep. Ist schlafen gegangen. War schon müde. Schon müde vom Kampf. Oh, ich hatte auch noch 27% Lebensenergie. Ja. Klingt so, als ob es eine nötige Rettung war. Oh, 22er Munition gefunden. Ganze Packung. Wo bist du denn hin? In den Shop nebenan. Da wo es schmatzt. Nom nom nom. Nom nom, genau. Ah, ne. Gucken, ist hier noch irgendwas zum Essen? Nö. Ah, gönn dir. Zucker genommen. Geh mal Richtung Tankstelle. Schon wieder Geld gefunden. Oh, ich muss pinkeln. Jetzt kommt das Schöne, wenn man so einen Wärmeschoner anhat, dann sieht das so aus. Ja, manchmal muss man gönnen, ne? So, und damit enden wir die Folge. Und pirschen uns in der nächsten an die Tankstelle ran. Ich bin mir sicher, ihr könnt auch einen Bomben machen. Hallo und willkommen. Im Ernst jetzt. Gucken. Oberteil hat sich eigentlich nie an. Na gut, stimmt. Aber sonst ist scheinbar noch alles da. Hi, RD Stone TV 126. Was machen wir? Wir machen. Ja, Sprit holen. Wir gehen Sprit holen. Wo ist meine Waffe? Ach ne, Waffe ist noch da, okay. So. Ja. Oh, der erste Zombie liegt schon. Wo ist denn der andere? Auf Kai. Weiß, der Witz war blöd. Zusammenführen, zusammenführen. So. Ist noch ein Stück Schackschlick. Was da liegt. Also ich höre keinen Bomber-Zombie, von daher sollte eigentlich safe sein. Der eine lag. Unseren eigenen Server. Ja, der liegt. Und das war auch der letzte. So. Ja, dann kannst du den Benzinkanister voll machen, ne? In Flasche oder was? Ne, in Benzinkanister. Du hast doch den Benzinkanister noch.
Oh nein, ich hab's getrunken. Bin ich jetzt schneller? Ja. Natürlich. Aber nur wenn es super bleifrei war. Mit 40 jetzt. Oh, ein Carbonfall wieder bekommen. Danke. Aber oh, und was ein Flachmann. Ist, Flachmann ist immer gut. Mein Kirscher ist kaputt. Ein Kirscher. Mussten reparieren. Ich hab leider nichts mehr. Dann sag doch was. Ich hab doch gesagt. Ja, ich hab gedacht, ich hätte noch was gehabt. Hier ist noch. Ja. Ist noch eine 10er Rolle. Hier ist noch eine Hunter. Ui, nice. Aber viel nicer sind eigentlich die Patronen, die da drunter liegen. Wo hast du denn jetzt das hingelegt? Am Boden. Ah, oh, ist eine 42er Hunter. Nimm sie mal mit. Drückst du nicht mal rein, ne? Oh, ich werd nicht mehr. Ich habe gerade noch eine Dose, sag schon, noch eine Spritkanister gefunden. Ja, ja, weiß ich, da war ich auch gerade dran. Da wusste ich ja, dass die Hunter da liegt. Sorry, aber da muss die Hunter hier bleiben. Da ist mir der Sprit wichtiger gerade. Kann nicht sein, was du da sagst. Doch, doch. Ich hoffe ja noch immer, dass wir ein Auto finden. Nein, das wird nichts. So. Hüpf. Mir ist ziemlich warm. Ich gebe zu, dass ich auch langsam nicht mehr dran glaube. Was? An den Fahrzeugen? Mhm. Ich glaube, man darf nicht dran glauben, weil sonst kriegt man auch keins. Nein, habe ich noch nicht, Schatz. Mache ich gleich. Genau, Schatzi. Ich mach's gleich. Das ist auch mein Lieblingssatz. Ah ja. Dann sag ich immer, ob mir mein Chef reinkommt. Der guckt dann zwar ein bisschen komisch, aber naja. Eigentlich ist das Kaff ja so groß, dass hier auch eine Polizeistation sein müsste. Oh, Fischköder. Wer will denn Fischköder? Ich will keine Fischköder. Warum nicht? Weil ich nicht gerne angel. Jetzt habe ich es nochmal gesagt. Um es nochmal festzulegen. Ja, aber wir haben extra die Angel für dich mitgenommen. Ist das nicht die Polizeistation da vorne? Ich glaube, ich habe die Polizeistation gefunden. Ja, das ist die Polizeistation. Da reingehen? Ja, logisch. Aber findest du kein Auto? Nein, aber du findest Waffen. Zombies oder so. Problem ist nur, dass ich keine Klammern dabei habe. Gar nicht. Aber ich habe ein Brecheisen dabei. Na gut. Kannst du was hier erbrechen? Genau. Leuchtfackel. Ah. Was ist denn? Möchtest du auch erbrechen?
Oh, hier ist schon mal ein Magazin drin für eine M9. Ein 80% Magazin. Ja, habe ich schon in der Tasche jetzt. So, gönn, gönn, gönn. Kann ich die 2 mm Munition nämlich schon mal da einfüllen. So, Handwerk. Hast du Dings gefunden? Sicherheitsnadeln zufällig? Nein. Okay, davon habe ich wenigstens 2 gefunden. Hast du irgendwas hingelegt? Ja, Sicherheitsnadeln. Jetzt die. So, jede Menge habe ich sogar gefunden. Wo ist denn jetzt die 9 noch in der Hand? Was war das? Was? Zombie. Möchtest du gerade was auf da, oder? Yep. 2. Wie geht das? Oh, nice. Eine 44er. Muni habe ich gefunden. Verschwommen, bei mir geht das nicht. Lass mich machen. Ich schon mal gucken, ob ich mitnehmen kann oder was? Ja, bitte. Boah, das war aber auf dem letzten. Oh, auch nice. Oh, das war mal meine gewohnte Schnelligkeit. So, die kann ich stacken, die 9mm Munition. Pistole habe ich ein Problem mit. Die kriege ich nirgendwo mehr hin. Oh, kein Problem. Ich müsste die Werkzeugkiste liegen lassen, glaube ich. Nee, kein Problem. Man muss Prioritäten setzen, sagt man ja so schön. Und da ich jede Menge leerer Flaschen bei habe, die ich nicht mehr brauche. Weil wir haben ja jetzt 2 Benzinkanister. Kann ich Platz für die 9mm machen.